Stattgefunden, sag ich mal so.
Ihr seid bestimmt schon ganz gespannt, ne? Wie das so aussieht. Morgen seht ihr das Ganze wahrscheinlich mal bei der Nachtfahrt. Gut, da sieht man wahrscheinlich nicht ganz so heftig die Geschwindigkeit, aber vielleicht mache ich am Tag noch mal ein paar Aufnahmen, am Nachmittag, späten Nachmittag. Aber ich zeige ihn euch schon mal von innen. Erstmal von außen. So, bisschen Deko ist schon da. Die Dachgepäckträger-Deko fehlt noch. Die kommt noch. Hinten 5 rote LEDs. Blau, weiß, 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 blau, weiß und weiß. Innen drin habe ich noch ein LED-Band, was man farblich einstellen kann. Rot, gelb, grün, blau, blinkend, alles was man will. So. Dann die Castle Combo. Und das macht bestimmt richtig Spaß im Axial. Ich werde sie wahrscheinlich nur mit 2S betreiben. Aber ich denke, das rockt schon. Das wird schon himmelweiter Unterschied sein zu der ganz normalen 27-Turn-Motor-Kombo von Axel. Also, seid gespannt. Das Video, würde ich sagen, mache ich im kleinen Anhang. Also, da werde ich einen kleinen Anhang machen, wie ihr so ein kleine Part von den Einbau sieht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Bis dann, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Folgt uns auf Instagram.